Fast and Fairuz. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Joe's Bros Fast and Fairuz. Heute habe ich für euch richtig geile Chicken Wings vorbereitet und zwar mit einer richtig geilen Barbecue Honigmarinade. Dann quatsche ich gar nicht so viel rum. Hier blende ich euch noch einmal die Zutatenliste ein. Ihr könnt es euch gerne screenshotten. Ansonsten findet ihr es in der Beschreibung wieder und dann würde ich sagen, let's go! So, Freunde, als erstes nehme ich mir hier einmal die Hähnchenkeulen, tue die in eine Schale rein und würze die einmal. Und zwar habe ich dafür einmal Salz. So, dann habe ich hier einmal Paprikapulver. Ich habe jetzt einmal Edelsüß. Ihr könnt natürlich auch ein bisschen scharfen Pulver nehmen. Obwohl ich sagen muss, Tabasco kommt auch gleich noch rein. Also die Schärfe wird kommen. So, dann habe ich hier ein bisschen schwarzen Pfeffer. Und Knoblauchpulver. So, das Ganze mische ich einmal komplett einmal durch. So, wenn wir das fertig haben, haben wir hier ein Backblech mit Backpapier und da legen wir die Chicken Wings einmal schön drauf. So, jetzt wasche ich mir einmal die Hände und dann geht's direkt mit der Marinade weiter. Ein paar Sekunden später. So, Freunde, das tun wir dann einmal zur Seite, nehmen uns hier so eine kleine Schale und fangen direkt mit der Marinade an. So, dafür habe ich hier einmal Honig. Dafür nehme ich einen kleinen Teelöffel. So. So, als nächstes nehme ich mir hier einmal die Tabasco-Soße. So, und hier mache ich jetzt ein paar Tropfen rein. Ihr könnt euch ja selber, ihr wisst ja selber, wie viel scharf ihr abkönnt. Deswegen könnt ihr das einmal selber einschätzen. Deswegen vorsichtig mit dem Zeug umgehen. Vorsichtig. Ich meine, mittlerweile sind wir schon so an die Schärfe gewöhnt worden. Und durch die ganzen Challenges, die wir hatten, dass diese Tabasco-Soße eigentlich auch nicht mehr so das Wahre. Da müssen wir umsteigen. Als nächstes nehmen wir uns hier einmal Tomatenketchup vor. So, und tun zwei Esslöffel. Tomatenketchup rein. Aber als nächstes habe ich eine Barbecue-Soße. Dafür kommen ruhig 3 Esslöffel rein. So, als nächstes nehmen wir uns den Senf und da fügen wir einen kleinen Teelöffel. Zu guter Letzt haben wir noch einmal Olivenöl. Und dann rühren wir das Ganze schön zusammen. So sollte es dann aussehen, Freunde. Dann nehmen wir uns einen Pinsel und fangen die Chicken Wings an zu bestreichen mit der Soße. So, dann drehen wir einmal die Chicken Wings um und machen dasselbe dann nochmal. Bin ich nicht gut. Die Marinade komplett leer, perfekt fürs Fleisch gereicht. So, Freunde, die Chicken sind angerichtet und ofenbereit. Ich würde sagen, ich lasse es jetzt noch ein wenig ziehen, eine halbe Stunde. Dann kommen sie bei 200 Grad in den Ofen. Bis gleich. Eine Stunde später. So, Freunde, die Chicken Wings sind fertig und ich muss sagen, Ziele, hast du das drauf? Mega. So, ich würde sagen, nee, anrichten braucht man da gar nicht so viel. Würde ich sagen, haue ich direkt rein. Ja. Aber ich glaube, er ist noch zu heiß. Aber ich will da jetzt schon reinbeißen. Deswegen nehme ich mir hier direkt ein Stück. Wow. Geil, geil, geil. Nee, noch ist es zu heiß, Leute. Ich warte noch einen ganz kleinen Augenblick ab. Und dann beiße ich da rein. 12 Sekunden später. So, jetzt sollte er eigentlich abgekühlt sein. Guten.
Boah. Die Marinade. Ich will ja nicht aufhören zu essen. Echt, Freunde. Bombe. Ich kann es euch nur empfehlen, nachzumachen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr lässt ein wenig Liebe da und macht diese Chicken Wings nach. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Joe's Bros.